Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video mit mir. Ich habe gedacht, ich nehme euch heute mal mit beim Get Ready With Me for Xmas. Also es heißt eigentlich praktisch, wir schminken zusammen einen Weihnachtslook. Ich weiß jetzt auch noch nicht so genau, was das wird. Ich habe mir das jetzt alles so ein bisschen überlegt, dass das auch Produkte sind, die ihr so im letzten Haul gesehen habt, dass ihr die live an mir getestet auch seht. Also wundert euch nicht, wenn das natürlich jetzt sehr extrem wird. Ich habe gedacht, ich schminke auf jeden Fall keinen dezenten, sondern einen sehr extremen oder halt eben einen dramatischen Weihnachtslook für meine Verhältnisse. Ne? Und die Kette, die ich schon um habe, die ist von Primark. Das Oberteil, das habt ihr, glaube ich, auch in meinem Winterkuschelhaul gesehen. Das hier, das rote, das passt leider nicht so ganz so richtig drauf. Aber ich habe gedacht, ja, ich muss was Längeres drunter ziehen, weil ich leider auch noch krankgeschrieben bin wegen meinem Rücken. Den Nagellack habe ich von der Mausi bekommen und ich finde ihn wunderschön. Er beißt sich jetzt mit diesem Bordeaux-Thema so ein bisschen und das fand ich irgendwie ganz geil. Perlenohrringe, Haare werde ich live mit euch auch vor der Kamera glätten. Ich habe mein Glätteisen, mein Haarspray und mein Spray, was ich vorher drauf mache, schon hier stehen. Also es wird ein längeres Video. Bringt euch wieder Kaffee, Kuchen, Tee, was ihr auch immer braucht, um ein längeres Video anzugucken mit. Und ich wollte mich nochmal ganz, ganz dolle auch wieder bedanken. Ich mache das jetzt nicht in jedem Video, aber es ist so schön zu sehen, wenn neue Abonnenten hinzukommen und sie kommentieren und man ein richtiger Austausch momentan auch unter den Videos stattfindet. Und das ist so, so toll und es macht momentan so viel Spaß zu drehen. Ich würde ja gerne öfter drehen, wenn ich, wie gesagt, vollkommen fit wäre, würde ich das auch tun. Leider bin ich das nicht, aber ich bin euch auf jeden Fall vor Weihnachten noch einen Weihnachtslook schuldig. Das habe ich euch versprochen. Vielleicht schaffe ich es heute auch noch, das Paintport-Video abzudrehen. Ansonsten mache ich das morgen, je nachdem, wie ich mich fühle, weil ich eigentlich auch den ganzen Tag liegen muss und den Rücken. Ich habe jetzt eine Spritze in den Rücken bekommen und der Rücken war gestern den ganzen Tag betäubt und wenn das jetzt bis nächste Woche nicht besser wird, muss ich ins Krankenhaus und mir dort was Härteres in den Rücken spritzen lassen, was durch einen Tropf durchläuft und das möchte ich eigentlich ganz gerne vermeiden, weil ich momentan schon seit 2 Wochen darunter leide. Es wird wahrscheinlich auch der ganze Stress sein, so Erbschaftsgeschichte, was ich euch im letzten Video schon erzählt habe, was jetzt so langsam bei mir auf dem Rücken geht. Dann das wechselseitige Wetter, es kann alles eine Rolle spielen, ich weiß es nicht. Und jedenfalls, um nicht so weit auszuholen, ja, müsste der Rücken eigentlich den ganzen Tag flach liegen und ich soll ansonsten, wenn ich eine Stunde vorm PC sitze oder länger, soll ich auf jeden Fall ein Wärmepflaster oder was drauf machen. Ich habe immer ein Halskissen im Rücken, ne? Und wie gesagt, deswegen versuche ich da jetzt meine letzte Energie dazu zu nehmen, für euch ein Video zu drehen. Ich hoffe, ihr wertet diese Mühe für euch und ihr habt ganz, ganz viel Spaß. Und ja, dann starten wir jetzt mal. Ich werde meine Konstruktion mit meinem Spiegel wieder aufstellen. Wie ihr seht, habe ich auch schon Foundation drauf, Concealer, Augenbrauen gemacht, aber wie gesagt, weiter bin ich noch nicht gegangen. Meine Haare kurz hinten zusammengebunden, weil es stört mich ansonsten beim Schminken. Ja, ich werde auch wieder jede einzelnen Schritte, die ich mache, erklären. Wundert euch nicht, wenn ich jetzt ab und zu hier in den Spiegel schaue. Ich schaue euch trotzdem des Weiteren an, aber ich muss ja sehen, was ich mache. Ja, wie gesagt, das vorweg zur Erklärung. Womit müsste ich jetzt weitermachen? Ich würde jetzt weitermachen mit meinem Konturieren. Ich habe mir heute überlegt, zu dem starken Schminken. Oh, es fällt alles auseinander. Ich bin nicht so gut organisiert, aber ich versuche es halbwegs ordentlich zu machen. Dass ich heute aus dem letzt gekauften Haul The Bronx of the Champions den Hoola verwenden werde, um nur zu konturieren heute und es auch ein bisschen als Blush zu benutzen. Weil ich glaube, wenn wir so einen kräftigen Look schminken, ist es nicht ganz gut, wenn man dann noch mit Blush ablenkt. Also ich würde es dann eher so ein bisschen konturieren, bin ich eigentlich auch nicht so der Crack drin. Ne? Also ich kann das eigentlich gar nicht so gut, wenn ihr da draußen Tipps habt, wie man richtig konturiert und wie es vielleicht noch besser geht als das, was ich jetzt gleich fabriziere. Lasst es mich wissen. Ich bin für jede Tipps dankbar offen. Und und falls es ihr nicht in der Kamera gesehen habt, ich habe eine neue Haarfarbe drin. Ich glaube, das sieht man gar nicht. Durch die künstliche Lichteinstrahlung. Ich habe jetzt so diesen schokobraunen Ton habe ich in den Haaren drin. Nachher, wenn ich die Haare aufmache, sieht man es vielleicht besser. Diese ganzen Lichtreflexe aus meinen Haaren, grün, blau, blond, rot, sind jetzt erstmal weg und sind wieder in einem Naturton und ich finde es sehr, sehr schön. Ich fühle mich damit sehr, sehr wohl, aber dadurch, dass ich halt blondiert habe, hier 1, 2 Strähnen mit Directions und übergefärbt habe mit Directions, muss ich natürlich immer wieder färben. Es wird immer wieder heller werden. Ja, aber ich bin damit jetzt gerade erstmal für Weihnachten ganz glücklich. Ja, da verwende ich aus dem Set, wie jetzt gesagt, den Hoola und starten dann am besten gleich, würde ich sagen. Ich glaube, ich nehme erstmal so einen fluffigen Real Techniques Pinsel und gucke mal, wie stark pigmentiert der ist. Oh ja, der hat schon Pigmentierung. Ich mache das auch gerne unter dem Puder,
weil ich immer das Gefühl habe, er hält dann noch ein wenig länger. Der Blush oder das Bräunungspuder. Also alles so, was Bräunung betrifft, bin ich noch nicht so der Crack. Das ist noch nicht alles so meins. Aber ja, wie gesagt, ich lerne ja auch noch hinzu. Also ich finde, man sieht den jetzt gar nicht so stark, wenn ich mal ehrlich sein darf. Konteriere auch immer noch mal so ein bisschen an der Nase, Kinn. Also so mache ich das praktisch in dieser Dreiecksform. Überall da praktisch, wo Schatten erzeugt werden soll. Und der Rest halt vom Licht halt eben eher so 3D-mäßig in den Vordergrund gerückt wird. Also so habe ich es zumindest in den Konturiervideos gelernt. Ja, okay. Und weil mir das jetzt natürlich nicht etwas dramatisch genug ist, werde ich noch etwas anderes benutzen. Und zwar, was ich auch mal zugeschickt bekommen habe von MAC, der The Soft Mew Mineralized Blush. Und das ist auch so ein wunderschöner Braunton. Und den werde ich jetzt hier auf die Apfelbäckchen hinzugeben. Um einfach noch so ein bisschen Bräune zu zaubern. Ich sehe das zwar in künstlichen Lichteinstrahlung jetzt nicht richtig, aber ich glaube, dass ich nicht so sehr overkonturiere oder heißt es dann auch overkonturieren, wenn es overblushen heißt? Weiß gar nicht. Aber wie gesagt, einfach noch ein bisschen drauf. Soll ja dramatisch sein. Wundert euch nicht bei meiner Haut, die spinnt momentan wegen dem Stress ein bisschen rum. Deswegen musste ich auch etwas stärker nicht konturieren, sondern mit Concealer heute arbeiten. Und dann würde ich mein Puder verwenden. Das ist mein Skin Finish Kompakt von Intransparent von Catrice, was ihr, glaube ich, auch aus meinen letzten Schminki schon könnt. Dann würde ich da ganz schön noch mal ein bisschen verblenden und drüber gehen. Ich werde auch gleich eine ganz andere Lidschattenbasis auftragen, um zu gucken, ob damit der Lidschatten etwas extremer wird. Oh Gott, seid ihr auch schon so im Weihnachtsstress wie ich? Also ich muss unbedingt noch aufräumen, bevor meine Familie nächste Woche Samstag kommt. Ich kann das noch gar nicht fassen, dass Weihnachten ist. Das ist echt dieses Jahr verdammt früh. Ja, das habe ich auch. Jetzt würde ich noch meine Augenbrauen fixieren mit meinem Alverde Augenbrauengel. Ja, wie gesagt, also ich bin schon total in Weihnachtsfieber. Ich habe jetzt diese Woche endlich meinen Adventskranz gemacht und auf dem Tisch meinen Weihnachtsteller dekoriert, also im Wohnzimmer, da wo wir uns hauptsächlich nach dem Feierabend aufhalten. Oder ich gerade auch ziemlich viel, da ich ja krank bin und lang liegen muss. Und ja, dann hat man noch den Rest dekoriert, aber man hat beim Haushalt, ihr werdet das, Leute, die ein Haus haben, werden das kennen, es ist immer wieder was zu tun, es hat irgendwie nie ein Ende. Und jetzt müssen wir unbedingt noch die Fenster putzen, dass wir so einen guten Tag erwischen, wo es nicht gerade regnet, weil es bei uns im Ammerland gerade recht dunkel ist. Und aufräumen und Betten beziehen und waschen und das nervt mich alles gerade tierisch und ich kann ja nichts machen, da ich krank bin, eigentlich. Und die Stunde, die ich jetzt die Möglichkeit habe, verbringe ich vormittags mit ein bisschen Haushalt und nachmittags, um für euch ein Video zu drehen. Das ist so das Einzige, was ich so schaffe. Ja, muss ja alles weiterlaufen, ne? Dann verwenden wir jetzt die Rival de Loop Young Eyeshadow Base. Die habe ich ja auch das letzte Mal in meinem Rossmann Haul gekauft. Und die tragen wir jetzt. Das ist so eine, lustig, so eine schimmernde Base. Die schimmert ein bisschen. Da bin ich mal gespannt, weil viele loben die ja so in den Himmel, dass die so verdammt gut sein soll. Ein bisschen stört es, dass die ein bisschen schimmert. Aber da ich sowieso meistens schimmernde Töne drüber trage, dürfte das eigentlich nicht stören. Sieht ein bisschen ähnlich aus. Geruch ist neutral, ein bisschen ähnlich aus wie ich hatte mal von Manhattan die Eyeshadow Base.
Die war aber ein bisschen heller. So sah die irgendwie ein bisschen aus. Die ist mir aber dann sehr schnell gecreased, also die ist mir dann sehr schnell eingetrocknet. Die konnte ich dann leider nicht bis zum Ende verwenden. Bevor ich zur Art Deco Base übergegangen bin, war das. Ja, okay. Ist auf jeden Fall ein anderes Gefühl als der Mac Painterly Paint Pot. Jetzt werde ich mir mein Tuch suchen. Interessant. Und jetzt würde ich nämlich dann bald mit Pigmenten anfangen. Und da habt ihr ja aus meiner letzten LE gesehen, dass ich dieses Weihnachts-Mac-Set hatte. Mit diesen wunderschönen Pigmenten. Und daraus wollen wir heute eins für den Look verwenden. Ja, und da habe ich mich entschieden für dieses hier. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Heißt einfach Grey. Es ist noch nicht mal ein Schwarz, es ist Grey. Ja, es ist wunderschön. Und das werde ich jetzt erstmal aufmachen. Das hat hier oben so eine komische Öffnung. Die ist ein bisschen kleiner als bei den großen Pigmenten. Mal gucken, ob ich das jetzt gleich mit euch aufkriege. Vorführeffekt. Ja, und da ist es auch schon dran, das Glitzerzeug. Da muss man ein bisschen aufpassen. Was ich aber ganz gut finde bei diesen kleineren Pigmenten, ist, dass die Öffnung da ein bisschen hoch ist, dass das da nicht so leicht rausfallen kann. Nachteil, man kommt da nur mit dem Pinsel dran. Dann habe ich hier noch mein Max Fix Plus in einer Probegröße. Und damit werde ich gleich den Pinsel anfeuchten, um das richtig aufs Auge zu bringen. Dann nenne ich meinen Mac 239er. Mal gucken, wie das hier funktioniert. Ich habe es auch noch nicht so richtig getestet. Nehme mein Tuch. Mache das dann praktisch so. Zweimal sprühen. Ein bisschen abstipsen. Und dann würde ich praktisch mit diesem nassen Pinsel in das Produkt und würde das ein bisschen abtupsen und hätte hier dann das Produkt. Ach du Scheiße, um damit aufs Auge zu gehen. Das wird jetzt ein Experiment, Leute. Aber guckt euch mal die Farbintensität an. Wow, das ist natürlich... grandios. Entschuldigt, wenn ich jetzt nebenbei ein bisschen ruhig bin. Ich habe das mit dem Mac Fix Plus auch noch nicht so gemacht. Ich glaube, ihr könnt genügend sehen. Wow, das sieht echt toll aus. Jetzt würde ich noch ein bisschen von dem Max Fix Plus, über diese langen Namen, draufgeben auf den Pinsel. Den Pinsel ein bisschen so abstüpsen. Und würde praktisch nochmal in das Pigment damit rein. Und dann den Rest aufs Auge. Und was bei Pigmenten ganz wichtig ist, dass ihr eher tupft, als dass ihr reibt, weil sonst verwischt ihr das.
So, dann habt ihr das. Und dann könnt ihr den Rest im Pinsel auswischen. Und ihr seht, wie viel Glitzer das ist. Da muss ich jetzt unterm Auge auch echt aufpassen. Ihr müsst das jetzt vor allen Dingen erstmal trocknen lassen, weil das jetzt erstmal noch so eine Art flüssige Konsistenz hat. Ja, jetzt habe ich mir erstmal so ein bisschen Glitzer, fliegt natürlich immer runter. Also das ist wirklich eine wunderbare Farbe. Ist natürlich, man kann, wenn ihr da draußen euch auskennt, wie man Pigmente gepresst bekommt, in gepresste Form, dann wäre ich natürlich sehr dankbar dafür, weil das würde es mir einfacher machen, diese Pigmente einfach zu verarbeiten. So ist es natürlich immer wieder ein sehr hoher Aufwand, den man nicht jeden Tag macht. Aber für Weihnachten dachte ich, ist es jetzt vielleicht mal was Besonderes. Ja, wunderschönes Pigment, wie ich finde. Jetzt habe ich natürlich erstmal Glitzerflitzer auf dem Auge. Aber die liebe Mausi, die hat sich ja ganz viel Glitzer gewünscht und das erfülle ich ihr hoffentlich jetzt auch damit. Schuldig, wenn ich immer wieder nach unten gucke. Ich muss gucken, wie ich das gleich verarbeitet kriege, dass ich das auch unterm Auge dann wieder wegkriege. Ja, ich versuche das jetzt erstmal ein bisschen. Mit Pinsel. Und gehe dann einfach später nochmal mit Concealer drüber. Man kann auch ein transparentes Puder unten geben und dann kann man diese Glitzerflitter auch aufhalten. Ja, dann würde ich jetzt erstmal meinen Augenwinkel schwarz machen. Ne, den will ich nicht schwarz machen, den wollte ich ja erstmal außen, wollte ich das mit einem Grün, auch von MAC, in der Farbe, ich weiß es gar nicht. So der Jade, fand ich, passt sehr schön. So, und jetzt würde ich mit einem schwarzen Technacolor-Liner noch die Wasserlinie schwarz anmalen. So. Jetzt würde ich nochmal mit Concealer nacharbeiten, mit meinem Essence. Und würde unter die Partien, unter die der Glitzer gefallen ist, nochmal nacharbeiten. In der Zeit hat das obere Zeit zu trocknen und dafür nehme ich dann wieder meinen Beauty Blender und das schön fein säuberlich zu arbeiten. Vor allem hält es die Partie auch nochmal optisch auf. Und man kann ja dann gleich mit Puder nochmal drüber gehen. So, was würde ich jetzt machen? Jetzt wäre ich soweit, mich erstmal um die Lippen zu kümmern, um praktisch den Augen noch ein bisschen eine Möglichkeit zu geben, zu trocknen. Und da nehme ich von MAC den Lipgloss, den ich auch aus der LA, Hellroom Mix LA gekauft habe, in Courting Chic. Und das war ja auch so ein wunderschönes Weihnachtsrot. Ich muss nebenbei nur noch ein bisschen aufräumen, bitte entschuldigt. Und das packen wir uns jetzt auf die Lippen.
Wow, das ist das perfekte Weihnachtsrot, Leute. Was ich dann ein wenig schichten werde. Ich mache das Ganze auch völlig ohne Lip Liner. Entschuldigt bitte, wenn ich nebenbei ein bisschen ruhig bin, aber ich konzentriere mich. Sehr, sehr schön und sehr, sehr krass sieht das jetzt wahrscheinlich mit dem Augen-Make-up aus. Aber da machen wir ja gleich noch was. Jetzt müsste. Fühlt sich auch nicht bappig an. Und riecht wunderbar nach einer Vanille. Und das ist auch so ein Rot, was die Zähne, glaube ich, wieder heller aussehen lässt. Weil da so ein leichter Blauton mit drin ist. Und wunderschöne silberne, rosane Glitzerpartikel. Und rote. Wunderschön. Also auch eine absolute Empfehlung. Könnt ihr ja leider nicht mehr bekommen. Und jetzt versuche ich, da hat mich mein Freund drauf gebracht, mit einem Goldton ein bisschen auszublenden. Und dazu werde ich jetzt einen Lidschattenpinsel nehmen, weil das müsste ja jetzt eigentlich so weitgehend trocken sein. Ja, aber. Man sieht in erster Linie den Glitzer. Es wird auf jeden Fall ein extremer Weihnachtslook, Leute. Und kein dezenter. Das Gold sieht man leider nicht ganz so richtig. Es ist nur so im Lichteinfall zu erkennen. Und der Glitzer, der fliegt wirklich die ganze Zeit extrem runter. Also das ist wirklich, was die Haltbarkeitsmachung betrifft, schwierig. Muss mal gucken, ob das so einen Abend aushalten würde. Und jetzt würde ich aus einer LE den MAC Shield on Ice, auch ein Paintpot, in den Innenwinkel geben. Das ist so ein schönes Champagner-Gold-Peach-Farben. Habe ich das jetzt euch gerade richtig gezeigt? Ich glaube ja. Shield on Ice, wie gesagt, ist glaube ich auch mal aus einer LE gewesen. Und dann nehme ich einen kleineren Pinsel, um das in den Innenwinkel zu geben. Oder nehme ich besser einen, der Creme-Lidschatten noch ein bisschen besser aufs Auge bringt. Mein MAC, das kann nicht, wie der hieß, 233 aus der MAC Alluring Aquatic LE. Ah, da sieht man doch gleich schon mal wieder ein bisschen mehr. Ein bisschen Gold kann auch nie schaden. Und mein Tipp immer, Schichten, Schichten, Schichten. Gerade bei so extremen Looks, die man macht, ist Schichten das A und O. Ja, sauber machen. So, ihr Lieben. Und jetzt würde ich mich ans Verblenden machen. Also wie gesagt, das mit diesen Pigmenten ist eine wunderbare Geschichte, nur würde ich sie halt eben einfach lieber pressen, weil sie dann leichter zu verarbeiten sind. So, jetzt würde ich wieder meine Zoeva Palette nehmen.
meine Naturally Yours. Das ist auch gut, dass ich heute nicht mit Blush ablenke, weil sonst wäre das einfach im kompletten Look einfach zu viel. Und dann nehme ich wieder meine beiden liebsten Blendetöne. Mit einem Verblendepinsel, den ich jetzt mal wieder irgendwo hingegrast habe und ich nicht weiß, wo. Ja, hier. So. Und da wollen wir mal gucken, ob man den Glitzer ein bisschen resistenter bekommt. Ja, also das hält erstmal das Auge wunderschön auf. So, jetzt würde ich dann ein bisschen versuchen, den Glitzer wegzukriegen. Und das klappt auch ganz gut. Und dann diesen Bereich sozusagen nochmal zu highlighten. Wenn ihr meint, dass das jetzt noch ein bisschen komisch aussieht, dann wird das wahrscheinlich höchstenteils daran liegen, dass ich noch keine Mascara und noch keinen Lidstrich habe. Ja, auf Lidstrich würde ich bei diesem Look eigentlich fast schon verzichten, weil ich denke, das lenkt eigentlich nur noch mehr ab vom Glitzer, der eigentlich auffallen soll. Bin mir aber nicht ganz sicher, was meint ihr, Eyeliner? So, ich gehe erst nochmal mit meinem Teint drüber. Aber da es ja ein dramatischer Weihnachtslook werden soll, würde ich fast schon sagen Eyeliner. Und dann nehme ich von Essence diesen Dip and Dye Liner, Liquid Liner, den mag ich sehr gerne mit der Schaumstoff-Applikatorspitze. Und dann dippe ich auch immer so 1, 2, 3 Mal weg von, damit ich ja nicht zu viel Produkt habe. Und würde anfangen, hier einen Eyeliner zu ziehen. Und dabei bin ich auch immer etwas ruhiger, weil das ist für mich die Königsdisziplin. Ja, singt ihr zu Weihnachten eigentlich auch immer Weihnachtslieder? Ich bereite mich ja jetzt schon darauf vor. Weil meine Family, die Weihnachten da ist, die wollen auf jeden Fall Weihnachtslieder hören. Und dann mache ich so einen Wing am Ende. Zieh das immer so ein bisschen hoch, dann lässt sich der Wing nämlich einfacher ziehen.
Und so würde ich es dann letztendlich belassen und würde zum Schluss nochmal aufräumen. Und so sieht das Ganze gleich schon, ja, ganz anders aus. So, zum Schluss würde ich jetzt, wie gesagt, noch meine Wimpern tuschen. Das dauert jetzt noch ein bisschen. Ah ja, da habe ich gleich gepatzt. Das liegt daran, wenn der Eyeliner noch nicht ganz trocken ist, dann kann man auch leicht nach unten patzen. Es ist heute ein bisschen ein Experimente-Look für mich, weil das Pigment so ein bisschen unberechenbar ist. Aber kriegen wir hin. Da muss ich jetzt sowieso nochmal mit Concealer drüber. Heute eine solche. Jetzt verschmiere ich, glaube ich, alles. Wenn mal was klappen soll. Ja, ich versuche das jetzt noch irgendwie zu retten. So, jetzt würde ich mit diesem bearbeitenden Concealer oder halt eben mit der Naturally Lose Palette nochmal schnell drüber gehen. So, und jetzt würde ich nochmal mit dem Schild on Ice, den ich euch ja eben wunderbar gezeigt habe, würde ich gleich hier nochmal in den Winkel gehen, damit der Look auch komplett ist. Ein bisschen andrücken das Ganze. Ja. Jetzt habe ich wieder was vergessen. Nein, doch nicht. Jetzt würde ich die Wimpern tuschen. Und ich glaube, ich habe, das wollte ich gerade sagen, das habe ich vergessen, die Mascara auch vergessen. Was natürlich überhaupt nicht geht. Und da werde ich heute mal wieder zwei Schätzchen von mir verwenden. Und zwar die Volume Million Lashes von L'Oreal.
Ihr müsst das gerade sehen. Es glitzert überall. Unfassbar. Ich hoffe, ihr könnt genug sehen. Entschuldigt, wenn ich heute so ein bisschen wenig quatsche. Aber ich bin heute auch ein bisschen wütend. Und zwar habe ich wieder einen Brief vom Anwalt bekommen von der Gegenseite wegen der Erbschaftsgeschichte. Und das war, ja, es regt mich auf mittlerweile. Das wird wohl ein längerer Kampf und ein längerer Streit werden. Und es wäre alles so einfach und ist eigentlich schon klar. Aber die Gegenseite weigert sich natürlich. Und ja, das ist natürlich jetzt vor Weihnachten auch immer ein extremer Nervenkampf. Und das kommt zusätzlich noch zu dem ganzen Stress. Und dazu hinzu, ja, mit meiner Rückenentzündung. Deswegen verzeiht es mir, wenn ich heute nicht ganz so gut drauf bin. Aber man soll ja auch ehrlich sein in den Videos, ne? Man soll ja sich so präsentieren, wie man auch ist. Vorspielen werde ich euch nicht. Das ist nicht meine Art. Da könnt ihr euch komplett drauf verlassen, dass ich euch da in der Hinsicht nichts vorspielen werde. Ja. Nochmal ein bisschen highlighten. Erste Schicht Mascara ist mittlerweile drauf. Also hier in meinem Bild sieht das recht krass aus. Aber es ist ja auch ein extremer Weihnachtslook. Jetzt kommt meine Kolossal-Volumen-Mascara. Noch als zweite Schicht drüber. So, ich will es auch nicht zu übertrieben machen, weil wenn alle Wimpern dann zusammenkleben, übersteht das auch keinen Weihnachtsabend. Das ist jetzt weihnachtsabendtechnisch wahrscheinlich nicht für jedermann was, weil viele Leute stehen da auch auf ein bisschen Natürlichkeit im Kreise der Familie. Aber manchmal, Weihnachten hat man ja auch Lust. Wenn man jetzt noch weggeht oder so, ein bisschen dramatischer zu sein. Jetzt sieht es natürlich ein bisschen fliegenwimpernmäßig aus, aber gerade bei so extremen Looks, wenn dann die Wimpern nicht auffallen und ich bin kein Fan von künstlichen Wimpern, sieht das dann natürlich blöd aus, wenn dann die Wimpern gar nicht auffallen. Ich finde, das gibt dem Look noch so das komplett Ganze und deswegen muss es natürlich für meine Verhältnisse ein bisschen fliegenwimpernmäßig sein.
Ja, das war das mit den Wimpern. Jetzt habe ich da oben wieder ein bisschen gepatzt. Wie könnte es auch anders sein? Da muss ich wieder mal ganz kurz berichtigen. Nochmal den Glitzer beseitigen. Das kann ich ja auch mit Puder machen, wäre vielleicht viel sinnvoller. Da müsste ich nicht den Rest des Puders im Pinsel verwenden. So, oh, das war mein Telefon. Juhu. Und dann würde ich nochmal mit dem roten Nietenglas drüber gehen und ein bisschen nachziehen. Und in der Zeit würde ich schon mein Glätteisen, das ich übrigens von Schibo habe, auf 200 Grad stellen und mit euch gleich locken machen. Ich hoffe, euch interessiert das. Auch alles, wie ich mich komplett an Weihnachten zurecht machen würde. Ihr seht auch nur, wie schön dieser Lipgloss ist. Ach, ein Traum. Ja, diesen Look, das macht man ja nicht jeden Tag. Ich bin immer noch total verwirrt, wie krass der Glitzer ist. Ja, dann würde ich meine Haare aufmachen. Würde sie mit euch vorher nochmal mit meinem Tingle-Teaser durchkämmen. Ich bin jetzt auch kein Profi im Glätteisen benutzen. Ich habe das jetzt erst ein, zwei Mal so gemacht. Das war piep, das heißt, es ist fertig. Ich werde vorher noch ein bisschen Spray reinmachen für die Hitze. Seht ihr, wie schön die Farbe eigentlich geworden ist? Sie ist toll. Ich hoffe, man kann das im Licht auch richtig erkennen. Ihr könnt mir ja mal eure Meinung da lassen, wie ihr es findet. Weil es war ja euer Tipp gewesen, eine natürliche Farbe zu nehmen, um die Haare zum Leuchten zu kriegen und nicht so eine dunkle, harte Farbe. Dann nehme ich von Glisscore Hairy Perfect Flüssigen Haare Ultimativ Color für koloriertes und gesträhntes Haar. Das kriege ich ein bisschen in die Länge. Das riecht verdammt gut. Und dann würde ich meine Haare so teilen, also genau auf die Hälfte. Ich mache das jetzt, wie es für mich am allerbesten ist, ne? Also, wie gesagt, falls ihr Tipps habt, wie man noch besser umgeht mit Glätteisen und allem drum und dran. Ich habe mir zig Videos im Internet angeguckt. Dann gerne her damit. Dann teile ich mir so eine Strähne ab. Gehe auch ein bisschen rabiat mit meinen Haaren um, nicht wundern. Dann nehme ich mir das hier hinten, ist so ein Verschluss. Da geht das dann auf. Dann nehme ich mir die abgetrennte Strähne, die ich gerade durchgekämmt habe. Wichtig ist im Vorfeld, soweit ich weiß, die Haare immer gut durchkämmen. Und dann drehe ich das so und ziehe das fest, Stück für Stück nach unten. Und kriege ich so eine leichte Föhnwelle, wie ihr das hier seht. Die werden bei mir auch jedes Mal komplett anders, also diese Wellen, ne? Es wird nie die gleiche Welle sein. Wichtig ist, dass ihr auch nicht so eine dicke Strähne nehmt, sondern immer eine recht dünne. Weil sonst habe ich festgestellt, nach zweimal funktioniert das dann nicht so richtig mit diesen Wellen. Und dann wieder recht oben ansetzen. So. Und dann ist dasselbe wieder. Ich mache immer nur so leichte Wellen. Jeder Friseur würde jetzt einen Anfall kriegen, aber
ich übe mich ja erst mit dem Glätteisen. So, nebenbei immer noch mal in den Spiegel gucken. Also bei mir wären das komischerweise immer nur so leichte Wellen. Wahrscheinlich, weil ich es nicht komplett auf der höchsten Stufe habe. Möchte ich aber auch nicht, weil ich da ein bisschen Angst habe. So, dann mache ich immer so ein bisschen verwuschelte Wellen. Das war jetzt zu viel. Oh. So, dreh. Komplett drumherum. Ne? Meine Haare sind von der Haarstruktur halt eben auch ein bisschen blöder. Ich glaube, das würde auch noch komplett anders aussehen, wenn das ein anderer für mich machen würde. Würde ich noch mal so Strähnen im Hintergrund. Und das mit dem Locken ist auch so eine Sache, da sollte dann ein bisschen Zeit mitbringen, weil damit es schön aussieht. Ich mag das halt eben immer nicht alles so ganz akkurat. Das muss bei mir auch nicht akkurat aussehen. Ich mag das, wenn es ein bisschen wurstelig ist, weil ich das ehrlich gesagt, dieses nicht gewollte, viel schöner finde, als wenn alles so akkurat ist. Das würde ich jetzt erstmal so belassen, würde meine... Den habe ich von Shibo, der ist super. Würde das wieder lassen. Würde das wieder ein bisschen auskämmen alles. Nur ganz wenig. Nicht zu viel, damit ich mir die Arbeit nicht kaputt mache. Das mache ich immer ganz gerne. Unten so ein bisschen alles zusammenknütteln, dass die Locken ein bisschen länger halten, die ich gemacht habe. Oder besser gesagt, die Wellen. Und dann würde ich das zum Schluss nochmal ein bisschen mit Haarspray fixieren. Da nehme ich immer das Schwarzkopf Taft Kollagen Push-Up-Effekt Volumen Haarlack 4. Damit das Ganze auch hält. Dann gucke ich immer noch mal, um das ein bisschen zu verteilen, damit diese störrischen Härchen, die so ein bisschen abstehen, auch schön unten sind. Ja, und dann wäre das mein kompletter Look. So, ich habe auch noch so eine Art Outfit. Ich weiß jetzt nicht, ob ich euch das auch noch zeigen soll.
ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe ja jetzt diese Kette an, wie gesagt. Ich werde mal ein bisschen zurückgehen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Pulloverchen an, so eine rote Jacke, eine schwarze Leggings. Dann würde ich dieses T-Shirt so ein bisschen auf Halbarm tragen. Mit so, ich habe ein längeres Tanktop drunter. Ja. Ich zeige euch das mal. Ich hoffe, dass man das richtig sehen kann. Ja. Wenn ihr es jetzt nicht gesehen habt, weil ich den Bildschirm nicht an habe, ist nicht schlimm. Dann mache ich euch noch ein Thumbnail davon. Ja. So. Mach mal den Rechner erstmal wieder an. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meinem Look. Oh, das sieht hier ein bisschen komisch aus. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meinem Look und was ich draus gemacht habe. Und ja, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr euch zu Weihnachten stylen würdet. Würde mich total interessieren. Wir sind schon fast wieder bei einer Stunde. Ich will es jetzt auch nicht mehr zu lange ausdehnen. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob ihr den Look gesehen habt. So, ne, so würde ich das jetzt erstmal machen. Und ich sehe das jetzt gerade das erste Mal. Das ist ziemlich krass. Sieht in der Kamera, sieht aber dezenter aus, als ob ich das jetzt so sehe. Wie gesagt, für mich so ein etwas dramatischerer Weihnachtslook. Ja, ich finde es aber total schön, ist mal was anderes. Muss ja nicht jedes Jahr das Gleiche sein. Und ihr könnt mir ja schreiben, wie ihr es findet. Und ich freue mich drüber und mal schauen, ob ich jetzt gleich noch das Paintboard-Video abdrehe. Vielleicht lege ich mich auch wieder hin, weil ich merke meinen Rücken schon wieder. Und ihr Lieben, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Ciao, ciao. Und falls wir uns nicht mehr sehen, noch einen schönen dritten Advent. Ciao.